Oh, hey, willkommen. Mein Name ist Andy Rollpier und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Zwei Tore sind hier noch übrig. Eins von Xemnas, eins von Roxas. Und den machen wir jetzt platt, weil der hat ein Schlüsselschwert. Ich habe ein Schlüsselschwert. Das heißt, wir müssen kämpfen. Und ja, der könnte vielleicht potenziell sehr stark sein. Aber ich meine, seit dem letzten Treffen habe ich den auch wieder ein bisschen besser drauf. Ja, mal schauen. Könnte so, weil nicht 5 Minuten dauern, der Kampf könnte aber so 20 Minuten dauern. Mal schauen. Ne? Ich fand nicht, dass Demix von allen Leuten bisher am meisten gedauert hat. Das darf einfach nicht wahr sein. Gut. Ja, wenn euch das Part gefällt, könnt ihr einen Like, einen Kommentar oder ein Abo hinterlassen. Das wäre sehr schön für euch. Und ja, wir gehen dann auf in den Kampf gegen Data Roxas. Das wird ein Spaß. Okay. Mit natürlich passende Musik jetzt, ne? Roxas Thema. Obwohl, das ist nicht direkt Roxas Thema, das ist irgendwie Roxas Kampfthema halt. Geht ein bisschen langsamer Roxas Thema. Ja. Okay, mal gucken, wie das hier abläuft. Da fallen schon die ersten Treffer. Den kann ich, glaube ich, gar nicht in die Luft hauen, oder? Oder? Ich glaub, dreh ich hier Scheiß gerade. Ja, jetzt kann ich gar nicht zwei Dinger hier verpassen. Ja. Oh Mann. Aber ich habe nur Limit vom, also was, ne? Also. Was bedeutet überhaupt da Kapo? Ah, jetzt wird es wieder schwer, ihn zu treffen mit dem Scheiß. Drei Schlüsselschwerter, was macht er? Ich kann ihn doch in die Luft hauen. Aber hat er beim ersten Mal nicht geklappt. Oh mein Gott. Oh nein, drei. Ich vergaß. Ich dachte, ich muss wieder da Kapo machen, ey. Ja, den Angriff dürfte jetzt eigentlich auch nicht schwer auszuweichen sein. Ja. Nein. Ja, blöd ist jetzt wieder den zu nahe zu kommen mit diesen ganzen Säulen und so. Einfach so. Oh, ich kann ihn doch in der Luft hauen. Man sollte an am Anfang. Ja. Nein. Doof. Ich bin schon so lange auf mich zugekommen. Also habe ich mir schon gedacht. Mein Gott. Durch den Boden mit dem auf. Oh mein Gott. Was soll das? Er macht da eine Final Form oder was? Ich kann nicht einsetzen brauchen, danke. Ich wusste, dass der Angriff direkt kommt, dann ja. Sehr schön. Ah, der ist unbesiegbar. Da reinrollen geht nicht. Ja, der macht aber Schaden, das ist das Problem. Aber ist gut. Da war doch von der Antiform der Angriff. Hi. So. Ich wollte schon sagen, irgendwann macht so, er ist ja bestimmt nicht ganz frei. Hi, na, doof von dir. Aber der Angriff, der geht mir auf den Nerven. Ah. Ich glaube, das war's. Nee, das war's nicht. Der hat doch noch voll viele Balken. Wurf. Wir haben ein paar MP. Boah, da ist er echt am nervigsten. Aber ich sollte eigentlich einen Vorteil haben mit zwei Schlüsselschwertern. Oh, schon wieder verkackt.
Ah, okay. Das ist easy. Ist mir mehr oder weniger eine Verschnaufpause. Jetzt mal den MP aufladen. Ja, komm. Nein. Nein, das gibt's heute nicht. Jetzt aber zack und weg bist du. Über die Ohren gehauen. 5 Minuten. Boah. Ey, ich stelle mir die Kämpfe so viel schwieriger vor. Ich denke hier bei einigen, ich würde echt verzweifeln, ne? Und dann passiert so was. Bitte, da hast du beständige Vision, die brauche ich. Bin so gar nicht hochzuladen, ey. Meine Güte, ey. Boah. So, okay, gegen den muss ich nie wieder kämpfen. Weil Magieswärme brauche ich überhaupt nicht. So, dann bleibt nur noch Xemnas. Und ich gehe jetzt mal aus, ich brauche keine Vollblüte und also was gegen den. Nachdem ich hier schon... Ich werde aber nach Dingens gehen, zur Welt, die niemals war, und gebe Rico hier ein paar bessere Klamotten. Weil... Oder vielleicht hat Abilitamin, was ich noch übrig habe. Weil der ist ja in der zweiten Version... Oh, ich bin Magie stärker als Donald. In der zweiten Version muss ich ja mit Rico an meiner Seite kämpfen und ja, ich muss ihn ja an einen Punkt steuern, deswegen wäre es vielleicht nicht schlecht, den auch irgendwie was Gutes zu geben. Aber ja, sonst will ich nichts ändern und dann ja, sehen wir uns in der nächsten Folge, wie wir das letzte Organisation 13 Data-Mitglied hier abschließen. Oh, da stehen sogar die Zahlen über die Dinger, merke ich gerade, in römischen Ziffern. Wusste ich auch nicht, habe ich auch noch nie bemerkt. Gut, dann würde ich sagen, Xemnas machen wir in der nächsten Folge platt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.